Hallo, willkommen zurück. Letztes Mal haben wir über Spannungsquellen gesprochen. Dieses Mal reden wir kurz über Stromquellen. Weil Stromquellen in unserem täglichen Leben weniger Rolle spielen, mache ich das kurz und schmerzlos. Die einzige wirkliche Stromquelle, mit der sie vermutlich in Berührung kommt, ist Schweißtrafo. Schweißtrafo kann ich einstellen, wie viel Strom ich daraus haben will. Das meiste andere lässt sie mit einer Spannungsquelle abhandeln. Aber ich will euch das nicht vorenthalten, ich will euch die Symbole zeigen und so weiter und dann sehen wir es. Ich habe nicht einmal eine echte Stromquelle bei mir. Ich kann euch nicht einmal sowas zeigen, weil es eben in echt nicht so häufig gibt. Also, Stromquelle. Stromquelle, Symbol. Wieder Ringer, wieder zwei Anschlüsse. Nur dieses Mal ist der Strich da drin quer und nicht da längs. Wir können wieder ein Plus auf die eine Seite machen. Und dieses Mal gibt es einen Quellenstrom, UI0. Das ist eine Stromquelle. Es kann da dran eine Spannung geben. Was wollen wir von einer Stromquelle? Der Strom soll unabhängig von der Spannung sein. Okay. Unabhängig von der Spannung. Das heißt, wenn ich hier wieder meinen Strom aufzeichne und hier meine Spannung und hier habe ich irgendwo mein I0, das was da rauskommt, ja, soll unabhängig von der Spannungsgröße sollte es da gerade nach oben gehen. Parallel zur Y-Achse. Das wäre ideal. Aber auch hier mit der Stromquelle leben wir nicht in einer idealisierten Welt. Da sind die Klemmen wieder, gell, wieder zwei so Ringerle. Ja, sondern haben mit einem Innenwiderstand zu kämpfen. Im Unterschied zur Spannungsquelle müssen wir uns den Innenwiderstand jedoch parallel vorstellen. Also unsere reale Stromquelle schaut so aus. Da ist der Innenwiderstand. Daher sind die Anschlüsse. Innen drinnen stelle ich mir wieder vor, es gibt eine ideale Stromquelle. Ja. Da. I0. Ja. Da ist der Quellenstrom, der rausgeht. Und da birgt man blöderweise einen Teil dieses Quellenstroms ab durch einen Innenwiderstand. Hier ist mein RI. Ja. Und da hier außen habe ich eben meine Spannung U. Wenn ich da draußen an der Klemme die Spannung U habe, dann habe ich da am Innenwiderstand auch die Spannung U, weil sie sind ja parallel geschaltet. Erinnert euch, Spannung ist Potentialdifferenz. Wenn ich da ein Potential habe und da ein Potential, ist die Spannung dazwischen überall gleich. Das heißt, die Spannung ist an der Quelle, am Widerstand und überall gleich. Okay. So. Auch hier habe ich wieder meine drei Betriebsarten. Ja, drei Betriebsarten. Das eine war offene Quelle. Ja. Erinnert euch, bei der Spannungsquelle, so wieder irgendwie, ja, offene Klemme war eine Betriebsart. Okay. Erste Betriebsart, also wieder offene Klemme. Und wieder gilt, wenn das da offen ist, rinnt kein Strom. Ist doch logisch. Ja. Das heißt, mein I sind 0 Ampere. Okay. Was bedeutet das für das II? Ja. Da rinnt I0.
der rinnt. Da gibt es keine Diskussion, das ist eine Stromquelle. Okay? Da rinnt keiner raus, also muss er hier weiter rinnen. Knotenregel, Knotenregel in diesen Knoten hier, gell? Schauen wir uns das an. Ja? Alles, was hineinrinnt, I0 rinnt hinein und die anderen zwei rinnen raus, muss genauso groß sein wie alles, was hinausrinnt, I plus II. Und wenn das I0 ist, ist I0 gleich II. Ja? Das heißt, meine Spannung U ist gleich I0, also RI mal II, und weil II gleich I0 ist, ist es RI mal I0. Okay? Zweiter Fall. Kurzschluss. Die zwei Klemmen verbinde ich wieder. Was bedeutet das für U? U ist 0, U ist nichts. U ist gleich 0. Wenn U 0 ist, wie viel Strom rinnt dann durch den Innenwiderstand? Ohne Spannung kein Strom. Das heißt, II ist gleich 0. Das heißt, mein I ist gleich I0. Klar? Mein I ist gleich I0. Der ganze Strom, der hier vor der Klemme geliefert wird, rinnt da raus. Keiner biegt ab, weil es eben keine Spannung gibt. Wenn ich da keine Spannung habe, kann kein Strom rennen. Weil Widerstand, an einem Widerstand, das Ohmsche Gesetz gibt, U ist R mal I. Wenn U 0 ist und R ist egal, was das für einen Wert hat, muss I auch 0 sein. Und dann drittens, normaler Betrieb. Das hier haben wir ja schon aufgezeichnet. Okay. Mein Strom. Ja. Der Strom I ist gleich I0 minus II. Okay. I0 minus II ist das, was da überbleibt und draußen rennt. Und mein II ist aber. Ja, U dividiert durch RE. Das heißt, das ist I0 minus U durch RE. Okay? Und meine Spannung U, das ist die Leerlaufspannung UL da, ja? Meine Spannung U muss größer sein wie 0 Volt, muss aber kleiner sein wie die Leerlaufspannung. Dann gilt dieser Zusammenhang. Von dem I wird einfach was angezogen. Das heißt, je größer die Spannung wird, desto mehr wird abgezogen. Das heißt, hier das fällt so linear nach unten. Wie flach oder steil das ist, hängt davon ab, wie groß das RI ist. Das hier ist real. Das wäre die reale Stromquelle. Gut? Ja, es ist natürlich jetzt so, wenn das ideal ist und das real, was wäre der ideale Innenwiderstand für eine Stromquelle? Möglichst, möglichst riesig. Ganz groß würde es sein, weil ideal ist ja, wenn er gar nicht da ist. Ja? Also das heißt, wenn eine Unterbrechung ist praktisch zwischen denen. Das heißt, der ideale Innenwiderstand ist unendlich. Bei der Spannungsquelle wäre der ideale Innenwiderstand 0. Hier ist er unendlich. Hier ist er auch parallel. Okay? Das ist der große Unterschied. Stromquelle. Jetzt haben wir gehabt, die Spannungsquelle. Okay? So schauen die zwei Sachen aus. Strom und Spannungsquelle. Spannungsquelle, Stromquelle. Bei der Spannungsquelle habe ich das letzte Mal vergessen. Es gibt doch noch ein altes Symbol, das hat so ausgeschaut. Das verwendet man hin und wieder, sieht man das noch. Gell? Dann ist da bloß ja, Batteriesymbol, hat man vorher gesagt, Batteriesymbol. Ja. Hin und wieder, wenn man Batterie hat, schaut das noch so aus. Möchte ich nur erwähnt haben.
Ja, Stromquelle. So schaut das aus. Und jetzt beschäftigen wir uns, in Zukunft beschäftigen wir uns, da tun wir ein bisschen herumrechnen. Wir können jetzt nämlich Widerstände parallel schalten. Wir können Widerstände seriell schalten. Wir können da eine Strom- und eine Spannungsquelle hineinschalten. Also sollten wir an und für sich in der Lage sein, da irgendwas auszurechnen. Das schauen wir uns an im nächsten Video. Erkläre ich ein bisschen was dazu. Für das Video, für die Stromquelle, sage ich, das war's. Danke für die Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch.